Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf der Schillerhöhe und zu Hause im Stream. Für diejenigen, die jetzt real hier sind, habe ich zwei gute Empfehlungen. Sobald Sie sitzen, dürfen Sie die Maske abnehmen. Und für alle, die hier vorne gleich performen, lesen, Musik machen, ist wichtig, dass Sie Ihr Handy auf den Flugmodus stellen. Das finde ich fast noch wichtiger als die Maske. Als ich mag es gar nicht rechnen, 1966 ging das Projekt Jazz und Lyrik von Peter Rühmkorff, nahm es seinen Anfang. Damals schon mit seinen jahrzehntelangen Mitstreitern Michael Naurer und Wolfgang Schlüter. Hier im Süden ist Michael Naurer vielleicht nicht so bekannt wie im Sendegebiet des Norddeutschen Rundfunks, denn da kannte eigentlich, als es noch kein privates Radio gab, im Grunde jeder Schüler kannte Michael Naurer, denn das war ja die Zeit, wo man auch wenig Geld hatte für Schallplatten und CDs gab es noch gar nicht. Und zumindest ich und alle meine Freunde haben damals immer mitgeschnitten, wenn es hieß Nachtclub. Der Nachtclub war das, wo es alles gab zwischen Popmusik, Artrock würde man heute sagen, oder ja, irgendwie avancierte Rockmusik und auch Jazz. Das war immer tageweise abwechselnd. Und Michael Naurer begleitete das meist mit einer wunderbaren Rundfunkstimme. Eigentlich war dieser Michael Naurer, oder begonnen hatte er aber als Pianist, als Komponist und Pianist und auch als ein Pionier des norddeutschen Jazz. Und 1966 war er es tatsächlich auch, der eben zusammen mit Peter Rühmkorff auf dem Adolfplatz in Hamburg auftrat. Das ist ungefähr so 100 Meter hinter dem Rathaus, also wenn man vor dem prächtigen Rathaus steht, dahinter. Da gab es eben eine Jazz- und Lyrik-Aktion, Lyrik auf dem Markt hieß das damals. Hatte relativ viel Beachtung gefunden, war dann aber nicht besonders professionell geworden. Es gab dann, dauerte ungefähr 10 Jahre, bis diese Jazz- und Lyrik-Programme bei Peter Rühmkorff sich professionalisierten. Michael Naurer und Wolfgang Schlüter am Vibraphon, beide leben leider nicht mehr, waren immer dabei. Wirklich professioneller wurde es dann 1976, da erschien nämlich bei dem ECM-Label, das ist das Label, was durch ein Jahr vorher durch das Köln-Konzert von Keith Jarrett wirklich weltberühmt wurde, erschien die erste Platte, Jazz und Lyrik, und da wurden Naurer und Schlüter durch Eberhard Weber verstärkt. Also Eberhard Weber, ja wirklich ein Held der Region hier, Eberhard Weber aus Esslingen, vielleicht der einflussreichste Jazzmusiker aus Baden-Württemberg überhaupt. Er lebt auch noch, aber er kann leider nicht mehr spielen, aus gesundheitlichen Gründen. Es gab dann noch eine zweite Platte, 2 Jahre später, und jetzt komme ich tatsächlich zu dem, was ich sagen wollte. Bei der zweiten Platte machte dann nämlich nicht Eberhard Weber mit, sondern es machte Leszek Szatló mit. Und Leszek Szatló am Saxophon gab dieser zweiten Platte Phoenix voran mit Jazz und Lyrik bei ECM eine besondere Note. Und umso mehr freue ich mich, dass Leszek Szatló heute zu Gast ist, als jemand, der eben oft mit Peter Rühmkorff aufgetreten ist. Herzlich willkommen, Leszek Szatló. Leszek Szatló hat sich Verstärkung mitgebracht, Tine Schneider am E-Piano, am Klavier, am Keyboard, in der Würzburg. Flo Kettler ist am Schlagzeug, Flo Kettler. Und Rudi Engel am Kontrabass. Alle drei sind nicht nur in der Szene um Würzburg herum, wo sie alle arbeiten, irgendwie verbunden sind, ziemlich bekannt, sondern im Jazzkreisen im Grunde haben sie wirklich einen Namen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Leszek Szatló hier im Grunde nach Marbach eine ja so erstklassige Band gebracht hat. Das Konzept ist ein bisschen anders. Also Peter Rühmkorff hatte ja immer die Vision, er sei mit seiner Stimme rezitierend so ein bisschen etwas wie ein Saxophonist. Er sagte immer, er wolle so ein bisschen wie John Coltrane über seiner Rhythmusgruppe aus Naurer und Schlüter schweben. Das Konzept ist heute ein bisschen anders. Heute lesen Weggefährten von Peter Rühmkorff. Sie kennen sie, glaube ich, alle hier schon. Joachim Kersten, der Rechtsanwalt, Essayist und Testamentsvollstrecker nach Peter Rühmkorff. Für mich der belesenste Jurist, den ich je kennengelernt habe. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Lesen viel wichtiger als die Juristerei.
Da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt einige belesene Juristen, aber Joachim ist da, glaube ich, ziemlich unschlagbar. Stefan Opitz ist auch mit dabei. Stefan Opitz, Mitherausgeber der neuen großen Peter Rühmkopf Werkausgabe, ein wunderbarer Vorleser, Honorarprofessor in Kiel, Literaturwissenschaftler, Forscher, Stefan Opitz. Bernd Rauschenbach hier gleich an meiner Seite. Bernd Rauschenbach ist Ihnen wahrscheinlich bekannt als derjenige, der sich sein Leben lang ja selbstlos für Arno Schmidt eingesetzt hat. Also ich hatte zumindest als Student schon Ausgaben, Arno Schmidt-Ausgaben, die von Bernd Rauschenbach herausgegeben waren. Bernd Rauschenbach, herzlich willkommen. Und natürlich Jan-Philipp Remzma. Jan-Philipp Remzma, der wunderbare Essayist, Autor, Literaturwissenschaftler, Gründer einiger Stiftungen, Gründer des Instituts für Sozialforschung in Hamburg und ja, Initiator und Gründer der Arno-Schmidt-Stiftung, der wir im Grunde sehr viel zu verdanken haben. Wir haben ihr diesen Abend, diesen Nachmittag, oh Gott, ich bin im Abendmodus, diesen Nachmittag zu verdanken. Ohne die Arno-Schmidt-Stiftung wäre das nicht möglich gewesen. Auch die große Peter-Rühmkopf-Ausstellung, die erste in Hamburg-Altona und jetzt seit einigen Monaten hier zu sehen ist, wäre völlig undenkbar gewesen ohne die Arno-Schmidt-Stiftung und Jan-Philipp Remzma und sein Engagement. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und was man oft vergisst, was bei mir und uns hier in Marbach mit am wichtigsten ist, ist, dass auch die Erschließung dieses wirklich gigantischen Nachlasses von Peter Rühmkopf, der anfangs ein Vorlass war, da haben wir uns auch alle kennengelernt in der Arbeit mit Rühmkopf zusammen, auch die Erschließung wäre sicherlich auch ohne die Arno-Schmidt-Stiftung irgendwie möglich gewesen in Marbach, aber sie ist enorm viel leichter geworden durch die Hilfe der Arno-Schmidt-Stiftung und wir sind jetzt schon so weit, wie wir sonst wahrscheinlich nicht wären mit diesen 600 grünen Kästen. Nochmal diesen herzlichen Dank und jetzt möchte ich auch Schluss machen. Freuen Sie sich mit mir auf, ja, acht wunderbare Gäste, Musik und Lyrik von Peter Rühmkopf.
Verzeihung. Haben Sie den Menschen gesehen? Zwischen Bitte sehr und Dankeschön, ein wenig Mode, ein wenig Müller, als Lieblingsdichter Friedrich von Schiller, von 18 bis 20 revolutionär, dann Schluss, Pubertät, Abitur, Militär, zu Befehl. Das Gewehr 98 hat einen brünierten Lauf. Bajonett obendrauf, einerseits schießt man, andererseits spießt man Lehrer, Friseure, Handwerker auf. Was gibt's sonst Neues? Kinos und Kirchen zur Erbauung. Das Herz intakt, noch klappt die Verdauung, bis auf die Juden. Sonst Keller, Sturm und Meier, die Füße im Feuer. Und wie man's schreibt im Duden, NSU, HSV, KPD, BG, NWDR, FDGB, BBC, Fahn und Säbel und noch mehr. Und dann grüßen Sie bitte recht schön. Aber vorher Füße abtreten, stillstanden. Wir treten zum Beten. Verzeihung, haben Sie den Menschen gesehen? Werter Leser, ich zähle auf Sie, wenn es wieder mal losgeht. Denn das ist das Traurige, dass wir Rilke lesen und Bomben werfen, Goethe lieben und Menschen töten, dass wir die Griechen kennen und das Bajonett. Aber wer meine Gedichte liest, darf keine fremden Herren morden, nicht erstechen, verbrennen, nicht vergasen, erschießen, erwürgen, nicht erdrosseln, erschlagen, ertränken, erhängen, zerreißen. Homo sapiens lebt nie allein, selten zu zweien, meist in Dreier-, Sechser- und Zwölferreihen, lernt sprechen, um kommandieren zu können, lernt laufen, um marschieren zu können, im gleichen Schritt und Tritt, irgendwo mit. Erst in den Tempel, dann ins Pissoir, erleichtert nach Haus, Kartoffeln sind gar, komm, Herr Jesu, und so weiter. Danket dem Herrn, dann bleibt er heiter. Hände gewaschen, Haare gemacht. Das Vaterland ruft, manikürt in die Schlacht. Begeisterung aus dem Bett gebrüllt. Tribünen der Heimat mit Schreien gefüllt. Hurra! Ja! Wow, wow! Vivat! Ein Arm ab, made in Stalingrad. So hat denn jeder Tote seine persönliche Note. Dann Friede, Trümmer und Schrott. Nun danket alle Gott. Heimmarschiert mit Orden für Wunden und Mord dekoriert, so ist es recht. Die Idee war gut, nur die Ausführung schlecht. Nie wieder eine Weltanschauung. Nur noch Geschlechtsverkehr und Verdauung. Schon hat man sein altes Gewicht, füllt wieder Mantel und Hut, vielleicht einen Ärmel nicht. Auch Prothese steht manchem recht gut. Morgen ist alles vergessen. Bomben und Blut. Komm und setz dich zum Essen. Fressen, trinken, schlafen, scheißen, Vögeln, fressen, trinken, schlafen, scheißen, Vögeln, fressen, trinken, schlafen, scheißen, Vögeln, fressen, trinken, schlafen. Kommt, gebt mir was zu fressen. Ich bin der erste große deutsche Nachkriegsdichter. Nur fehlt mir Fett und Eiweiß. Ich habe keine Lust, als Frühvollendeter schon zu krepieren. Und noch ist was zu machen. Hier gibt es was zu verdienen. Ich gebe Aktien aus auf meine Lyrik. Kommt, lasst uns meine Seelenqualen abbauen. Ich werde später Geld aus meinen grausigen Visionen schlagen. Kommt, gebt mir was zu fressen, ich hab Hunger. Als Peter Rühmkorff diese Gedichte schrieb, war er etwa 19 Jahre alt. Der Krieg, in dem er als Kind aufwachsen musste, war gerade mal 2-3 Jahre her. Die durchaus animalischen Bedürfnisse, die der junge Rühmkorff, wie Sie gerade gehört haben, verspürte, dürften sich nicht sonderlich unterschieden haben von den Bedürfnissen seiner Freunde, Klassenkameraden, Kommilitonen. Aber Peter Rühmkorff wusste schon sehr früh, den Ausdruck seiner erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse in Kunst, in Dichtung zu verwandeln. Was natürlich für seine Um- und Nachwelt weit interessanter ist als das bloße Herausbrüllen
des zum Beispiel Bedürfnisses nach Nahrung. Wir wollen uns heute Abend mit Ihnen auf die Suche nach den Spuren von Rühmkorffs zentralen Motiven in seinem lyrischen Werk begeben. Den ersten Bedürfniskomplex Brot und Friede haben wir Ihnen schon mit den Gedichten aus der Frühzeit vorgeführt. Es folgt hier noch ein Gedicht aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre als Beispiel dafür, dass sich die Bedürfnisse des Autors über die Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichen Verkleidungen, Themen und Formulierungen dem Leser darbieten. Schnellimbiss. Sagen Sie mal, Salat haben Sie nicht oder sonst so? Nee, nur Secondhand-Imbisse, klar. Ham und Eggs in der Art Buletten-Currywürste. Esse ich eigentlich überhaupt nicht. Aber, wie sagt meine Mutter, der Verhungernde blickt nicht aufs Haltbarkeitsdatum. Immerhin doch ein ziemliches Monopol, was ich hier so innehaben, mitten in der Wüste. Fehlt nur noch das Schild, wer hier absteigt, der hat es nötig, der wird noch mehr auf sich nehmen. Nein, keine Kritik, Senorita, nichts. Ich sag ja gar nichts. Ich sehe ja nur, dass ihr Jubidubi beim Bezahlen schon wieder mehr kostet als beim Bestellen, wollen wir lieber gleich unter Konjunkturzuschlag verbuchen. Wie man in diese Gegend? Ah, das raten Sie nie. Oder warten Sie mal. Wenn Sie unsere beiden Berufe einfach an ihren losen Enden zusammenhalten, wird vielleicht noch ein richtiger Bogen draus. Ich stotter meine Tour auf Prozentbasis ab und Sie lassen schluckweise überkommen. Vertreter, kalt wie Ihr Koffee. Verteiler, sehe ich aus wie ein Dealer. Obwohl, ich hasse den Kapitalismus, aber nur hier kriege ich alle meine Drogen. Vertreiber, ja, ich vertreibe die Zeit, ich vertreibe den Raum, ich vertreibe Ihnen umgehend Ihre sämtlichen Übergewichtsprobleme. Ist doch gut, wenn die Liebe auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, eine Kraft, die alles entschuldigt. Also mit anderen Worten, Artist, Leichtmacher, Trick-Esoteriker. Levitation, Levitation, aufheben den Erdenklumpatsch, absolut für einen Augenblick und zwei Personen, die Altersschranken, den Ladenschluss, den Satz vom Widerspruch und alles, was da dranhängt, sie da, ich hier. Also alkoholologisch gesehen schon so eine Art von Utopie, wo der Geist mal für 10% Chance mehr hat und die Schönheit der Weisheit entgegenfiebert in Anbetracht ihrer Erbauung. Ja, wie was hier abhebt, praktisch, luftwandelnd, atemlöslich, auf den Zeilenschwung genau. Aber hören Sie mal. Sie hören ja gar nicht richtig hin, Senorita, drücken nur die Jubiläumsstimmung. Kalte Bauernfrühstücke, eingelegte Handschuhfinger, Second-Hand-Imbisse. Esse ich heute bestimmt keinen Haps mehr. Allerdings, wie sagte doch meine Mutter, wenn sie dir nicht noch zusätzlich auf die Pfoten treten und dir Dreck in die Schnauze stopfen, ist das schon ein ausgesprochener Achtungserfolg. Und? Fräulein, man soll Artistik nur nicht mit Arthritis verwechseln. Nun wieder das Leszek-Zadlo-Quartett aus München. Thank you.
Thank you.
Die zweite Abteilung der dringenden Bedürfnisse haben wir Liebe und Rausch überschrieben. Mit den Themen Rühmkopf und die Frauen, Rühmkopf und die Drogen ließe sich leicht ein ganzer Abend füllen. Dass sich diese Themen und nicht nur diese in den Gedichten immer wieder gegenseitig durchdringen, werden Sie schnell merken. Ich liebe dich, Liebe. Ich liebe, und stündest du jetzt in der Tür, ich schwöre dir, ich verschriebe dem Satan die Seele dafür. So richtig real zum Dranglauben, mit aufgelassenem Haar, tief hangende Goldregentrauben, wie ein Glanz vom vergangenen Jahr. Ja, so weh geht die Jugend zu Herzen, so leicht zeigt der Geist sich beirrt. Nur schade, dass das Verschmerzen fast täglich beschwerlicher wird. Eilposten hasten geschwindest über See, über Land, wohlmeinend, sie rührten zumindest einen eisernen Briefkastenrand. Tief innen versiegelte Lieder, ach, zieh sie dir ein und sei gut. Fort, fort, und schon ist mir wieder zum Buchstaben kotzen zumut. Denn der Rhythmus ist immer derselbe und die Reime hat jedermann satt. Doch da sitze ich nun mal an der Elbe und warte wie wild auf das gelbe Briefträgerrad. Was Festes? Ein Loch zu graben, eine Wand zu kalken, vom Mais gefressen und ein Glas geleert. Schwachsinn des Sommers über dem Donnerbalken, wenn mir der warme Wind ins Schlappohr fährt. Wohlan, ich habe mich dem Hauch verdungen, dem süßen Strom, wie er den Rotdorn schürt, die späten Stöße meiner alten Lungen gen Osten transportiert. O Dotteräugige, zwischen Wind und Witz, was bleibt uns fest, wo die Sekunden sintern? Ich trällere noch den Reim auf deinen Hintern und spür den Aufwand hinterm Hosenschlitz. Komm auf die Feuerstreu, die Flammenweide, der Äther schwappt, es radebrecht die Freude. Gemeines Liebeslied. Abend gießt Rotspon ein mir ins Gesicht. Ewig ist der Wackerstein, ich bin es nicht. Wer hält mein Leben kurz, Pfei oder Gin? Leicht wie ein Vogelfurz fliegt es dahin. Hagel pickt, Hegel packt nicht mein Geweid, aber bei Liebe und Schnickschnack vergeht mir die Zeit. Liebste, ich sing, an dich denk ich bei Tag und Nacht, weil mich das Ding an sich trübsinnig macht. Treib ich meine Dohlen heim, you can't be true, dear, wie ein verrückter Reim leg ich mich zu dir. Tu meinen Wanst, Diridum, vor deinen Birnenbug, was du begreifen kannst, macht mich nicht klug. Schon ab 40. Grauer Gast in vielen Freudenhäusern, Ehrenjungfern werden merklich knapp, wie sie dastehen. So in ihrer Blüte, eisern. Und du puckelst dich mit deinen Sünden ab. Wenn dir unterm Hemd die Flechte juckt, glaub nur nicht, du wärst ein großer Friedrich. Die Natur zerreißt dich, regelwidrig. Schicksal ist ein Kunstprodukt. Tragik? Damit zieht man Kälber groß. Wer Fortüne haben will, muss stechen. Schon ab 40 wird die Liebe zum Verbrechen oder aussichtslos. Liebe hat mit Dichtung auch nichts mehr zu tun. Keine Hohn hier, keine Selbstgefühle. Trab nach Hause, alte Suchtkanüle, schieß dich voll und lass dich ruhen. Du, im Kampfe unbesiegt,
Du, nur von der eigenen Hand verletzbar. Doch der letzte Donner, nie mehr übersetzbar, wenn dein Kopf dir um die Ohren fliegt. Jetzt, mitten im Klaren. Also Freund, also Ernst, also ehe ich endgültig verasche und meine Saugkraft verliere, trinke ich noch einmal Blutsbrüderschaft mit der Branntweinflasche und du prüfst das Revier. Ich nehme die dickere, du nimm die dünnere, die Welt lässt wieder mal hoffen. Woran? An welche Stunde ich mich erinnere? Ich war immer besoffen. Schau, dieser stark bewölkt bis bedeckte, diesige Tag lichtet langsam die Miene, leichtere Schnäpse, mittlere, schließlich riesige, eine flammende Sonnenterrine. Setzt euch nieder, frostklirrende Elfen, dies ist hier kein Feuer von Stroh. Immerzu, wir werden dem Eis schon zum Durchbruch verhelfen und den Büsten herab vom Niveau. Grüß dich, Theben, hochgebaut, siebentürig. Wie rieselst du plötzlich zusammen und guckst so konkav? Wenn zur Seite neigt sich mein Schiff, schieflastig wie Lyrik, unabwendbar wie Schlaf, muss ich etwa allein über den Fluss? Was mauscheln die stygischen Schilfe? Herr Charon, zwei Lete, eine kleine Übersetzhilfe, aber Lete mit Schuss. Und nicht zu knapp bemessen, Welt, die du, wie du im Rückblick dich wölbst. Doch mein Stundenglas, meine Einweguhr, meine Swith and Wesson entsichere ich selbst. Oder was oder wann oder wie. Nein, lieber jetzt, mitten im Klaren. Und ihr spielt mir noch mal diese alte da Mistmelodie von den Leuten, die strudelwärts fahren. Einen zweiten Weg ums Gehirn rum. In mir arbeitet es. Wenigstens einer von uns, der noch was tut. Wo ich nur so rumhäng. Bald mache ich ohne Schnaps den Mund gar nicht mehr auf. Also bitte erobern noch eine letzte Lokalrunde für einen unberechenbaren Einzelgänger. Wenn wir alle gemeinsam einen heben, verzieht sich, wetten, vielleicht die ganze Statistik. Ob so etwas jemand nicht in den falschen Hals bekommen kann? Im Zweifelsfalle Sie, mein Fräulein, mit der verwackelten Zielgruppe. Sie leiden wohl heute schon an den Themen von morgen, ne? Aber mit einem Tropfen Malteser trinken Sie doch niemandem was weg. Wissen Sie, in solchen Zuständen hat Alexander mal den Euphrat überschritten, vollkommen im Kleister. Von Goethe ganz zu schweigen, der hat sich drei Fläschchen Mosel täglich genehmigt, fast mehr als er gedichtet hat. Mein Großvater sagte immer, die Füße müsste es zweimal geben. Ich sagte, die Leber. Wenn einer dann noch kleine 10 Jährchen durchhält und vielleicht heute schon auf ein Krankenbett von 86 spart, kriegt er praktisch vom Facharzt jedes gewünschte Organ. Aber die Zwischenzeit muss natürlich auch ein bisschen unterhaltsam sein, nicht einfach bloß weggewischt. Schließlich wird ja nicht meine gesamte Person auf einen Schlag aussetzen. Aufgeben ich mich fast schon dieses Jahr? Ehrlich gesagt, von meiner Auffassung vom Glück her kann ich mir solche Gedanken gar nicht leisten. Lieber noch ein bisschen mit meinen mürben Stellen experimentiert und, solange das Hirn noch nicht abgebunden hat, dem Vulkan in die Krypta gegriffen. Meine Grenzen nach innen überschreiten. Noch einmal diese Stoffe da erzeugen. Eine unbekannte Verbindung. Bindung eingehen, Happen Manna destillieren, Goldglubber, Nervenplankton, Stratosphärensperma. Es muss doch noch einen zweiten Weg ums Gehirn rumgeben.
Noch 13-mal Raps ist das nichts. Noch 13-mal junge Kartoffeln, Spargel, Rhabarber, Rotdorn. Dann tatütata, das neue Jahrtausend mit Blaulicht und Notsirene. Wir stoßen, falls noch vorhanden, mit unseren Porzellanzähnen an. Kann doch sein, dass vom Schluss her noch mal ein versöhnliches Licht auf eine ausweglose Geschichte fällt. Feigheit oder Furchtlosigkeit, was bringt dich weiter? Köpfe raus, Köpfe rein, Köpfe raus. Das Gewimmer der Neugeborenen übertönt gerade eben noch das alles erschlagende Sargdeckelgeklapper. Anders weg, Bachmann weg, Brinkmann weg, Jonsson weg, Fichte weg, Fröhlich weg, Kipphardt weg, Weihrauch weg, Born weg, Böll weg, Weiß weg, Fried weg. Dazwischen die aufgeblasenen Backentaschen der Hoffnung und ich glaube, für die Zukunft glaubt sich alles befugt, was sonst so gescheitert ist. Auch noch Kinder? Gott verhüte, so weit kommt's. Lieber rammel ich mir doch an der Hosennaht einen ab, als den unkleidsamen Erzählstoff über meine kleine Lebenszeit hinauszustrecken. Noch einmal die Masern, noch einmal die Windpocken, Diphtherie, Pubertät, bis das seinerseits seinem genetischen Auftrag nachgekommen ist und den Rest auf Seniorenkarte abreißt. Was allerdings nicht ausschließt, dass die große Widerlegerin, die Liebe, absolut einmal noch dein Herz anschiebt. Und du weißt, andere würden jetzt bedenkenlos ein Vermögen dafür hinblättern, wenn sie überhaupt noch am Leben wären. Du aber hast genau noch diese 2, 3 unberechenbaren Schritte aus der Richtung vor dir und die müssen unbedingt sofort gegangen werden. Hochverehrte Frau, Sie tun mir leid, weil Sie geben sich zum Schein gefasst, doch die lichten Augen gehen in Trauer. Ja, Sie sahen allerliebst aus seinerzeit, aber haben aus Versessenheit auf Dauer höchst bedauerlich den Augenblick verpasst. Und Sie hörten gern mal wieder, na, wie ist es? Was ich sofort sehe, verehrte Frau, respektive, wäre es nicht was Dolles, sich heute Abend was Verruchtes anzutun? Aber nun trage ich selber so ein ungewisses, ausgesuchtes, weihevolles, beinahe nicht Vorhandensein zur Schau. Thank you.
Thank you.
Wir kommen zum dritten Bedürfniskomplex des Roten Rühmkorff: Freiheit und Gerechtigkeit. Schäferlied. Der Rote Rühmkorff, wie er singt und spinnt, geht ihm sein Hirn zu Tal. Man hat ihm seine Freude angezündet, die Ohren allzumal. Wie nun teilt dieser biedere Genoss die Wünsche des Pervont, lockt es den Lorbas Rhododactylos tief ins Sanellenblond? So sei's. Man hat mir Käs und Glut und eigene Laster kunstvoll angericht. Ich trag dressiertes Feuer unterm Hut, das leckt mir am Gesicht. Ein schöner Tag, die Nornen stricken Strümpfe, deweil ich in Angora-Wolken äß. Es ist Fried und keck entblößt die Rübennymphe archaisches Gesäß. Sich seiner Zung zu freuen nach Flut und Ararat, die Erde, die uns noch ermöglicht hat, soll heut nicht ungepriesen sein. Lies mir das Glück aus der gedunsenen Hand, auch Pfleg der fetten Ruh. Schon gut, ich habe Pankow anerkannt, der Wind bläst ab und zu. Das Wesen, das zergeht, so wendet man das Heu in seinem Kopf. Ob Meister Gockel von der Krise kräht, er muss doch in den Topf. Nun häng ich mich als Ai ins Geäst, ein eingesalzener, verstockter Tor. Treib deinen zappelichten Traum zuerst, ich bin all da. Meine Stelle am Himmel. Komm an die Theke, Besiegter, heut Abend. Verbirg dich nicht hinter Mumienbinden. Wir werden im kapitalistischen Tollwutbezirk schon noch einen Barhocker finden. Schmeißt du die Lage, ich sing dir ein Liedchen dafür von den fast schon zertretenen Flammen. Kopf hoch, Genossen, mit noch was Obstler bringen wir genug kritische Masse zusammen. Was man uns abband, steht deshalb nicht still, selbst hier nicht im freundlichen Feuchten. Ich will meine Stelle am Himmel wiederhaben, ich will noch einmal von vorne leuchten. Dass sich die eine Minderjährige und meine U-Person vielleicht doch noch finden und mischen. Offen ihr, rede ich Blödsinn oder dichte ich schon? Oder liege ich unhaltbar dazwischen? Wo ich schon nichts mehr beherrsche, hassend, was ich bediene, liebend, was ich verlor, zöge ich selbst noch die rasende Robespierre'sche Gleichmachermaschine diesem Konkurrenzkäfig vor. Wo waren wir stehen geblieben? Kapitalismus ist Kiez. Einer betreibe des anderen Unterwerfung. Warte nur balde, die Krise, die Lageverschärfung, die inneren Widersprüche, dann unsere Klassenjustiz. Alle verbrüdert, verschwistert, gib mir den Gnadenschluck, Lotti, ein letztes, ein Bier. Schön, wie von unten die Sonne steigt, wie die Krone zerknistert. Wenn ich noch etwas lebe, lese ich es, hoffnungsleichtes chinesisches Milligramm Zauberpapier. Mailied für junge Genossin. Angesenkt vom Sommer, abgetakelt vom Fahnenschwingen und Bewusstsein zeigen. Wenn jetzt eine Junge käme, sagte, komm, ließ ich mich sofort vergeigen, meine allersäuischste Verehrung. Ich verwüste mich speziell für sie. Kommen Sie und sehen die Bescherung, meine wild bewegte Deponie. Zähl mir nichts von Krim und anderen Hilden, lerne, davon lässt sich gar nichts lernen. Steh nicht rum, als wollst du Salze bilden, eine Druse innerlich aus Sowjetsternen. Nein,
Ich rede keinen blöden Mist und bin weder so noch so rum abzurichten. Gestern Kommunist, morgen Kommunist, aber doch nicht jetzt beim Dichten. Kunst als Waffe? Da sei Majakowski vor Deibel, diese blutige Krawatte. Dicker Danton, der den Kopf verlor, als er seine Zähne noch beisammen hatte. Dass der schöne Zweck die Leiden adelt? Hepp! Applaus! Unter uns, der Tannenbaum ist abgenadelt und dein Über-Ich ein Kartenhaus. Wo ich dich in deinen Lastern so bestärk, brauchst du nicht mehr gegen dich zu wüten. Steig zu mir ins Hemd, mein Alterswerk. Auch für Mischgeburten gibt es Lebensmythen. Warum sich die Birne auseinandergrübeln, eh der Himmel uns vertut, zerstreut? Angesichts von Myriadenübeln sind wir nur zu zweit. Reine Wahrheit, ewig und unsäglich, irrt im Kreise, weil sie nie bewirkt. Komm, so links wie nötig und so hoch wie möglich. Harmonie ist Kunst und die schon halb getürkt. Warum wir uns nicht noch einmal hochgepafft? Spann die Lungen sachte vor die Wasserpfeife, dass dein Odem mich vermummt begreife. Harun, pssst, Al-Raschidhaft. Allein ist nicht genug. Es war einmal und ist nicht mehr zu sehen. Da ist nicht mal ein Knochen mehr zu sehen. Herrn Varus Heer im Teutowald. So kann es sein, dass wir sehr bald vergehen. Vergehen. So kann es sein, dass wir sehr bald vergehen. Sag du, mein Lieber, nicht, das kann nicht sein. Sag lieber nie, das kann ja gar nicht sein. Sonst sagst du bald Adieu, Kochan. Im Sommer fängt der Regen an zu schneien. Zu schneien. Im Sommer fängt der Regen an zu schneien. Ihr aber, die ihr schon von Siegen schwätzt, auf halber Höhe schon vom Siegen schwätzt, da ihr den ersten Berg erklommt, passt auf, die große Krise kommt erst jetzt. Erst jetzt. Passt auf, die große Krise kommt erst jetzt. Und die nimmt nicht so einfach ihren Lauf. Nein, nein, die Welt nimmt nicht so ihren Lauf. Die wird von oben umgewälzt. Das hältst du, wenn du Ruhe hältst, nicht auf. Nicht auf. Das hältst du, wenn du Ruhe hältst, nicht auf. Der Kapitalismus macht die Welt zu Brei und lässt dich auch noch rühren, dieser Brei. Mit Lust und unverbesserlich. Du aber unterscheide dich und schrei. Und schrei! Du aber unterscheide dich und schrei. Doch Schreien alleine macht dich noch nicht klug. Alleine Schreien macht die Welt nicht klug. Du sollst nicht so wie alle sein. Doch manchmal musst du viele sein. Allein. Allein. Allein ist nicht genug. Also heute zum ersten, zweiten, letzten. Allen durchgedrehten, umgehetzten, was ich kaum erhoben wanken sehe, gestern an und morgen abgeschaltet, ehe dein Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar. Doch widersteh. Die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch mit Gas und Gott vertrauen, ehe sie dich einvernehmen, ehe du im Strudel bist und schon im Solde, warten, dass die Kotze sich vergolde, bleib erschütterbar und widersteh. Schön, wie sich die Sterblichen berühren, Knüppel zielen schon auf Hirn und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergeh.
Wer geduckt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht selber zuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar, doch widersteh. Widersteht im Siegen, Ungeübte. Zwischen Skylla hier und dort Charybde schwankt der Wechselkurs der Odyssee. Finsternis kommt reichlich nachgeflossen. Aber du mit, such sie dir, Genossen, teilst das Dunkel und es teilt sich die Gefahr. Leicht und jäh. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar und widersteh. Früher, als wir die großen Ströme noch mit eigenen Armen teilten, Ob, Lena, Jenisei, Missouri, Mississippi, Elbe, Oste, und mit Gesang den Hang raufzogen und mit Gesang auch wieder herab, immer den Augen hinterher und Hyperions leuchtenden Töchtern, des Tages Anbruchsröte und des Mondes Aufzugsbeginn. Heute 3 Telefongespräche und der Tag ist gelaufen. Ja, man steht noch in Korrespondenz, das wohl. Paar Gedankenstriche zu einer Ästhetik des Flickworts, eine Hoffnung. Etwas Zuspruch aus zahnlosen Mäulern, ein Gewinn. Dies nervöse Verflackern der fleißigen alten Kerle kurz vorm Abschied nehmen, ohne dass noch mal jemand richtig reisig nachwirft. Aber es ist immerhin nicht das erste Mal, dass du seufzt. Und hoffentlich nicht das letzte. Irgend so eine blindgeborene Mickey Maus wird sich schon noch finden, die deine Anlagen würdigt. Wenn man bedenkt, wie vielen trotzigen, kleinen Tante-Emma-Läden du bis zum letzten Hirsekorn die Treue gehalten hast und sind ausnahmslos untergegangen. Und dann kommt ja auch bald der Moment, dass du selbst die Regale räumen musst, nur weil von hinten unentwegt die neue Ware nachdrückt, vom Dreck ergriffen steht die Menge da. Nicht zur Hilfe eilen die Mitmenschen, sondern zu niederen Schauzwecken. Du aber sitzest angestrengt auf deinem Scherbenhügel, einen abgerissenen Fluch im Hals. Alles Quack. Wer der Welt zu tief ins Auge gesehen hat, um noch an ihr leiden zu wollen, wird den Mangel an Service hier nicht so persönlich nehmen. Lieber, als dass sich einige abgesoffener Salatblätter wegen gleich nach dem Chef des Hauses verlangen, lasse ich mir doch das restliche Abendlicht auf der Netzhaut zergehen. Ein paar dampfende Dachpfannen nach dem Regen, eine nasse Hecke, hingestreckt über 1000 Meter eine Viertelstunde lang. Ja, und am Ende sehnst du dich dann nach den Tagen, die du jetzt so lieblos verabschiedest. Heldenkunde. Beschwerdelos schlafen, essen, scheißen, atmen, lieben. Na, ihr führt mir vielleicht ein Herrenleben. Auch goldene Haare so, und wo man ein Leben lang noch Trinkgeld extra für kriegt, das habe ich nie gehabt und mir meine Ebenbilder auf dem Abfallplatz zusammensuchen müssen. Zwangsschlucker, Angstarbeiter, anankastische Persönlichkeiten. Weil von der Seite des Fernsehens und seiner unerzogenen Helden her ist der Geist doch eine ziemliche Krücke. Und weil du bald gemerkt hast, dass du gar nicht dieser große Wildschweinjäger, sondern nur so eine kleine Currywurst bist. Bitte ergebens denken Sie sich Ihren Senf dazu. Mythen von Götz George an aufwärts. Ausgesprochen durch die Abwesenheit von feineren Nervenwehen ausgezeichnete Kompaktnaturen. Oder
der Hemingway ernst in seiner fürchterlichen Mordlust. Man muss ja vielleicht auch gar nicht jedem Scheißdreck nachgehen, jeden Jubel teilen, Ball verfolgen. Jetzt im Augenblick stürmt gerade wieder mal Klinsmann gegen das gegnerische Tor, gibt ab an Brehme, kurzer Pass zu Völler, wieder an Köhler und Schuss! Nein, Latte! Dass die Verzweiflung über die vergebenen 2 Millionen nachhallt übers Erdenrund. Aber das ist doch gar nicht dein Verein, der da rennt. Bepappte Steuerflüchtlinge, an denen das Herz der Jugend hängt. Das, worüber wir lachen, ist falsch. Woran wir uns freuen sollten, findet gar keinen Bühnenboden mehr. Noch ein kleiner Schritt weiter und du prostest deiner eigenen Ausjurierung mit dem Schierlingsbecher zu. Statt Menschenskinder endlich mal was zu sagen, was wir wirklich wollen. Etwas anderes als das, was läuft. Eisern gedacht von uns aus, aber deshalb noch lange nicht unerbaulich. Einen Staat, wo du ohne Kenntnisse der Klassiker gar nicht erst in die Reprozone gelangst. Und der Einfluss von immer nur Gülle auf die Fernsehkanalisation von Amts wegen unterbunden wird. Wieso Freiheit von Wirtschaft und Wahrheit? Wie die jetzt schon mit Videogewalt gegen kleine Kinder vorgehen, kannst du ebenso gut in die Keimbahn eingreifen. So ungefähr. Und diese leichthin himmelsstrebenden Gedanken wollen wir ruhig mal wie einen angerauchten Havanna-Stumpen weiterquäseln lassen. Kleine Weltwirtschaftslehre. Oder es reimt sich. Manche sagen rechts und links, das sind abgestandene Drinks. Na dann, Prost! So zu schreiben ohne Not ist ein leicht verdientes Brot. Noch ein Toast. Wissen zwar, das Kapital herrscht bereits global fatal. Aber psst! Dass es flüchtig wie ein Reh nicht vor Schreck nach Übersee uns entzieht. Freiheit ist ein feiler Schatz, bietet manchem freier Platz, nur nicht dem, der vermerkt, als Sozialist, dass sie Arbeitsplätze frisst mit System. Mit System heißt mit Verstand, auch als Ratio weltbekannt. Die macht Sinn. Weil entgegen mancher Narrheit bleibt unteilbar wie die Wahrheit der Gewinn. Ei, 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 das Eigentum wurde zwar verpflichtet zum... Sagt den Rest. Wo selbst der Verfassungstext, wenn ein Grundproblem erwächst, uns verlässt. Wirtschaft, Banken, Automat haben sich den Staat privat schon so weit gekrallt, dass bei freiem Weltverkehr, Steuerflucht, Betriebstransfer absolut kein Halt. Nur für die sozialen Lappen darf noch Vater Staat berappen. Ja, was heißt Staat? Wir und unsere Kinder sind's, die mit Zins und Zinseszins stehen bis ins nächste, stehen parat und starren verwundert in das kommende Jahrhundert. Was wird sein? Renten und Versicherungen, Krankenkassen ausgewrungen, Schulung, Bildung leer gesungen. Himmel, nein! Himmel doch! Es sei, ihr rührtet euch noch einmal und marschiertet massenhaft und intoniertet gegens asozial-globale eure internationale nochmal neu. Alles leeres Stroh und nasses Heu. Weil ihr werdet lieber in die Messerläden laufen und ihr werdet wie die Menschenfresser jeder gegen jeden dicke Knacker kaufen und per Volksentscheid befinden, dass bei Schuss Waffen ausnahmsweise mal kein Ladenschluss. Und die Mütter und die Väter unseres Grundgesetzes werden aus dem Äther niederschauen auf, was sie so nicht recht gesehen. Dass nach Nazis und dergleichen Elementen noch mal völlig andere kommen könnten, die Welt auf ihre Art verschönen. Ja, ihr seid zu viel. Das heißt, seid über. Was rein logisch heißt, ihr stecktet lieber noch ein Stück zurück.
Weil schon bei halbierten Löhnen lassen Arbeit sich und Kapital versöhnen und den monetären Urgewalten gegenüber sich ein Standort halten. Abgemacht. Viel Glück. Ergo, blickt mal etwas über euren Austernrand in Klecken und Kaufbeuren. Weg ins Weite, in die große dritte Welt, wo der Kaktus blüht, die Palmen rauschen. Überall gibt es was Schlaues zu erlauschen. Wenn zum Beispiel Kündigungs- und Arbeitsschutz entfällt, strahlt der Wohlfahrtshimmel augenblicklich wieder blau. Und es denkt kein Mensch daran, in mageren Jahren Arbeitsplätze einfach auszulagern. Solches merkt euch, überhaupt und als Know-how. Thank you.
Was ist besser? Was? Nee, mach noch was. Noch was? Ja, ne? Ja, gerne. Thank you.
In unserer vierten und letzten Abteilung spricht der Dichter von einem lebenslang zentralen Bedürfnis, dem nach Kunst und Dichtung. Davon singet sein Mund. Wo der Schnee fault, das Feuer schimmelt, die Luft verrottet, in Täuschland, wo mein Entsetzen zu Haus ist, will ich zum Ersten, zum Zweiten, zum Letzten. Roms will dies unverkieselte Herz und ehe das Auge trocken steht, Lust und Wut und viele gebrechliche Dinge lauthals preisen. Unter Atem halten will ich, dass er uns bleibe, Gesang. Ja, ja, schlag er sich nur an die machtvoll rauschende Brust und sing, fröhlich bin ich in Hoffart. Schneide der Fratzen in Frankfurt, haut er in Hamburg sein Hirn auf den Kopf, immer wisset, aus Niederem nährt die Freude sich. Und was in Mops und Möwe bellt und segelt, macht auch ihm seine Kehle schwellen auf Widerruf. Oh, hört nur, Halleluja, Halleluja, wie er die Zunge rührt, ungläubig und einmalig. Was ist es denn sonst, das sein Fleisch schon jetzt aus der Fassung bringt, als seine Verderblichkeit? Hacke und Schnauze, wie stockt es so bald und bleibt zwischen Schläfe und Hosenstall gar nichts Bewegliches? Auch seine freischaffende Seele, hochfahrend noch und sein herrenlos reisiger Geist, schmählicher einst als sein Buckel der Erde anheimfällt, eine Handvoll flüchtigen Düngers, so strebet es Himmel an. Davon singet sein Mund. Und dann, über dich gebeugt und über die Salzburger Nockern, aller guten Dinge kurzen Zusammenhang, also das Vorhandene. Hier und unter dem Hammer köstlich geheißen, da aber kommt, ei dein wechselfarbenes Haar im Zwielicht, gar nichts von Hegel her und reproduziert sich in Form von Gesang kein Weltgeist. Zirkus. Zock. Der Laden dicht, die Wetten abgeschlossen, aus der Traum die Augen aufgesperrt. Sein ist immer nur Bewusstseinsblähung. Ihr in euren Erd, wir in unseren blauen Luft geschossen, Abend, Zirkus, Auferstehung, wo die Kuppel sich zum All entzerrt. Wisst ihr überhaupt, was Kunst ist, ihr? Also, Kunst ist etwa ohne Netz und Joker, zweite Leute, doppeltes Papier, wie besehen in unergründlichen Gefilden, einen Vogelmenschen auszubilden. Keiner weiß, wer heute oben siegt, mittendrin im Überlebenspoker, ob die Kunst zu schweben, Lust zu stürzen, schließlich überwiegt. Es ist nicht, dass wir mit seltenen Magien nichts dergleichen. Frei an zwei, drei, vier verstrickten Nerven schwingen wir uns in die Umlaufbahn hinein. Jeder Kritiker darf dutzendmal verwerfen, jeder Scheiß Politiker verziehen, jeder Klotz erweichen, nur der Gaukler muss unfehlbar sein. Keine Sehnenzerrung, keine Schneeverwehung. Was erwartet wird, ist einzig dieses leuchtende Subjekt. Frei von Lasten, Lebensängsten, Liebeskummer. Was gewünscht wird, ist die Todesnummer. Abend, Zirkus, Auferstehung, absolut perfekt. Der Fliederbusch, der Krüppel. Letzten Winter vom Sturm gebrochen und nachfolgend fast aus der Erinnerung entschwunden, kriechend erreicht er sein Ziel. Die
blühte. Na, feiern werden sie ihn nicht gerade dafür, aber wohl auch nicht vorzeitig untergraben. Der alte Kerl in meinem Spiegel gegenüber, grau wäre ja noch gut, aber so halb kahl, mit Flecken im Gesicht, die auch nicht mehr richtig nach Zukunft aussehen. Was will der Dichter seine Leser damit lehren? Dass das Leben zu kurz ist, sagt dir schließlich jeder kleine Friedhofsangestellte. Bisschen rumkramen noch oder bisschen was? Lieber donner den einfach noch mal so ein absolut aus der Richtung weichendes Ding hin wie Bud Powell, als er Mitte der 50er voll entflammt aus der Klapse kam. Tempus fugit, die Zeit eilt meiner Wenigkeit voraus. Beziehungsweise Schubert auch, mit diesem sternenmäßigen Quintett in C-Dur. Doch bestimmt nicht bloß Siffmusik. Aufgeräumt eine bereits im Abbruch befindliche Bühne betreten und aus Angsttrieben Luftschlangen ziehen. In großen Zügen, das ist es. Wenn die Leute schon anklopfen, als ob sie eine Landplage wären, was soll denn dann der ganze Kunstaufwand? Der Fliederbusch, der Krüppel. Letzten Winter im Sturm gebrochen, aber nachdrängend jetzt die eigene Wahlstadt lila überlagernd. Was kann er seinen Dichter damit lehren? Unter uns. Dass in deinem Abwinken immer noch mehr Kraft war als in anderer Leute Sonnenaufgängen. Und am Ende siegt, na wer? Der den Sand der Arena frisst. Nach der Natur. Pappeln mit aufgeschlagenen Unterröcken, Wind im Silber, 15 Kilometer am Kanal lang, aber immer bitte nach Ihnen, meine Damen, immer ganz Ihr folgsamer Diener. Wenn das Leben nicht mehr mit gutem Beispiel vorangeht, kann die Kunst sich auch nur noch am Geländer weiterhangeln. Gestern zeitig mit den Wolken zu Bett und heute gleich mit den Blüten wieder hoch. Spinatgrün, Chromgelb, Anthroposophenlila. Sie an, die alten Exis gehen wieder um, haben sich objektiv also gar nicht so hässlich im Farbtopf vergriffen. Gelernt und mitgeschrieben, Realismus ist ein Stück Natur, gesehen durch eine Geisteskrankheit. Das Ewige in der Kunst, das Ewiggestrige. Meine, das ist natürlich schon toll, dass die Eskimos früher mal über 200 Wörter für Schnee verfügten, der Ausdruck der weißen Öffentlichkeit. Aber ein normales mitteleuropäisches Schulkind von heute hat doch auch seine locker 120 Sorten von Speiseeis drauf. Affenzahn, Amarena, Amaretto, Bossa Nova, Buntstift, Buttermilk, Breck, Banana, Bambini, Bikini, Beach, Citro, Beach, Orange, Beach, Kirsch, bunter Becher, Bum Bum, California, Concertino, Capriccio, Cuyamara, Split, Champ, Chiquita, Cookie, Snack, Diätbecher, Domino, Eisbrötchen, Eisfrüchtchen, Eisclown, Elite, Eis und Heiß, Ed von Schleck. Erdbeer Stracciatella, Eierlikör Filippi, Flash, Flutschfinger, Festival, Fruit Fruit, Fruitline, Grand Prix, Grand Manier, Grand Rico, Grandiosa, Good Up, Gartenliebe, Gino Ginelli, Himmizimi, Happy, Himbi Spezial, Heiße Hexe, Italia, Jogger, Joker, Jumbo Jet, Captain Spezi, Kissy, Knusper, Koala, Klutenkugel 50, Konfekt, Lucky Lips, Lollipop, Likör, Kaffee, Maracuja, Marbella, Magic Cola, Maple Nut, Maxi Mini Milk, Milchknilch, Morchen, Malaga, Mr. Orange, Manhattan, McSundy, Milchflip, Mövenpick, Mandel, Mont Blanc, Nogachok, Nuss, Nougat, Nuki, Open End, Paradiso, Paulchen Panther, Pop, Orange, Prick, Perli Pop, Peanut Star, Pongo, Rhapsodie, Rodeo, Rumrosinen, Sandwich, Sneefy, Schlumpfi, Spaghetti, Super Caretto, Sahne, Soup,
Super! Samoa, Strawberry Sun, Schwarzwaldbecher, Super Bowl, Splash, Trüffelkirsch, toller Riese, toller Jojo, Tramp, Trappig, Twister, Tutti Frutti, Tritti, Tartufo, Undine, Vanilla Dream, Walnuss, Willi, Schoko, Winner, Wuff. Also dann nicht mal ganz so pinselig, Leute, und rein ins Venezia. Ist doch auch interessant, wie der Zeitgeist seine vier Farben-Cocktails im Neonlicht schleckt. Mäusis mit fingerlangen Tulpenzungen, Birkinnen, Säuferinnen, unmutsvoll die Mähne schüttelnd, als ob sie jemand im Genick festhielte. Paar blonde Maulwurfshügel aufgeworfen über einem Tunnellabyrinth von Trieben. Ja, und wer lacht denn da plötzlich so unverschämt durch die Nase, dass sich das Bierkrägelchen gleich dreimal um seine eigene Achse dreht? Das will doch alles noch zu deiner Zeit auf dieser Erde abgesegnet werden, begossen, hochgehalten, angestrahlt, zur Kunst erklärt, ehe der Vorhang fällt und der Staatsanwalt ermittelt. Beehrt mit diesem Silberseiberfaden, der von der Lippe abhängt, der Entbehrung, feuchte Spur, aufdringlich, klebrig, willenlos, uneingeladen, immer der Liebe hinterher, der Werbe nach, dem Showdown der Natur. Drei Arten. Manchmal, wenn du deine Schultern wölbst, Muskeln spannst, Klotz um Klotz emporzuwuchten, glaubst du ehrlich, dass Titanenkräfte fruchten und du selbst noch ein bisschen mehr als andere kannst. Bis, perfekt und zugenäht, dir der Trumm auf einmal fremd vor Augen steht, leider nun zu spät. Andere Dinger wieder wie im Spiel erreicht, kinderleicht aus der Feder aufs Papier geflossen, sehen dich an wie eine kleine G-Moll-Symphonie. Und es spricht sogar Parterre nichts gegen sie, außer unter neidischen Genossen ihr Genie. Schließlich diese absoluten Hageltage, Hanf, Tabletten, Schnaps unabgeschlafen und der Stift rutscht nur noch aus, steuerlos und ungeneigt und erzeugt diese krummgeschissenen Irrenautografen. Aber, wie ich so herummanövre, plötzlich, hey, Applaus, öffnet sich ein völlig neues Œuvre. Formal nicht zu fassen. Kunst als Experiment innerhalb des Gedichts, aber immer zu Diensten, meine Herr. Theoretisch trennt uns da nämlich nichts. Nur wer die Praxis kennt, unheimlich schwer. Beispielsweise noch einmal gebunden, gereimt, aber während du schreibst, klingeln schon güldene Kettlein. Selbst wenn du's noch so abgefeimt auf die Spitze treibst, ist irgendwann Deadline. Also raus aus den Fesseln und unverklemmt das Ruder rumgeworfen, frei von der Seele gequasselt, bis du auf einmal mitkriegst, da stehst du im Hemd, anders gesagt im Amorphen, wenn das Kettenwams runterrasselt. Oh, Fragen auf Fragen getürmt und insofern nichts, was uns trennt, doch formal überhaupt nicht zu fassen. Kunst als Experiment. Freund, wenn das Leben als solches dich direkt bestürmt, brennt, kann das Wort sich nur mitreißen lassen. Dieses ist der letzte Schliff, jenes ist der Inbegriff. Doch, was ich am liebsten sehe, Dinge in Erscheinungsnähe. Guckt nicht so, ich mein, betroffen. Eure Wunden liegen offen, euer Neid sei euch vergönnt, fragt sich, was ihr sonst noch könnt. Könnt ihr,
ohne nachzuäffen, auf den Punkt den Lichtblick treffen, der, wo alles fließt und treibt, als Verheißung haften bleibt? Könnt ihr im Vorüberhuschen dies ertäuschen, das vertuschen, aber so, dass was verweht, schön zu Augen, weh zu Herzen, haarscharf an die Nerven geht? Oder wollt ihr weiter so Tabus, Rahmen sprengen, Grenzen überschreiten, Regeln brechen, wie zu Olims Zeiten? Na, wer es gar nicht lassen kann, der tu's. Aber hört, ihr Honorarverfemten zwischen allen Tischen draußen vor der Tür, die besonders Unverschämten, zweifellos dem Zeitgeist Anbequemten, das seid ihr. Die mit Strömungsblase belgen Gas und ab und weiter auf den Felgen, dass der Abrieb in die Runde stäubt, treibt's bis auf die Narbe, meinetwegen. Aber wisst, ihr kommt nicht ungelegen, wo Geschichte sich als Quick-Pick-Abriss schreibt. Ich? Nein, gar nichts. Fast nicht mehr zu fassen. Lasst mich das nur mal so sagen lassen. Manchmal red ich nämlich richtig wahr. Manchmal wie ein Dorfvikar. Manchmal spreche ich auch in Reben. Ja, mein Freund, so ist das eben. Hochseil. Wir turnen in höchsten Höhen herum, selbst redend und selbst reimend, von einem Individuum aus nichts als Worten träumend. Was uns bewegt, warum, wozu, den Teppich zu verlassen? Ein nie erforschtes Who is Who im Sturzflug zu erfassen. Wer von so hoch zu Boden blickt, der sieht nur Verarmtes, Verirrtes. Ich sage, wer Lyrik schreibt, ist verrückt, wer sie für wahr nimmt, wird es. Ich spiel mit meinem Astralleib Klavier, vierfüßig, 40-zähig. Ganz unten am Boden gelten wir für nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Die Lorelei entblößt ihr Haar am umgekippten Reine. Ich schwebe graziös in Lebensgefahr, grad zwischen Freund Hein und Freund Heine. Reimfibel. Liebe Kinder, hört mal zu, hier sind A, E, I, O, U, rückwärts U, O, I, E, A, eine Lautharmonika. Rack, reck, rick, rock, ruck. Reck, rock, ruck sind sonnenklar, rack und rick klingt sonderbar. Hängt ihr noch zwei Lettern dran, hört sich's wieder anders an. Racken, recken, ricken, rocken, rucken. Nach den Ricken blickt der Bock. Recken tragen selten Rock. Rocker rackern nicht am Reck. Mein Verlach druckt jeden Dreck. Drack, dreck, drick, drock, druck. Seht ihr? Kinder, ist das noch zu fassen, wie sich Wörter wenden lassen, wenn man nur am Alphabet etwas dreht? Kacken, kecken, kicken, kocken, gucken. Dreht ihr? Die Vokale dreht sie, lauscht, wie sich flugs der Sinn vertauscht. Gleiches gilt für Konsonanten, nur der Wechsel schafft Mutanten. Guckt, juckt, ruckt, schluckt, spuckt. Könnt ihr wricken? Kennt ihr wrucken? Scheut euch nicht, mal nachzugucken. Andere Länder, andere Wörter, Marsch an eure Bücherwörter. Jacken, jecken, jicken, jocken, jucken. Oder sind wir selbst schon Jecken, die mit bunten Bällen kicken, um bei Leuten anzuecken, sie zu schocken, sie zu necken, sie in den April zu schicken, die sich ohne aufzublicken unentwegt vor Zwecken ducken? Macken, mecken, micken, mocken, mucken. Mit diesen kindlichen Lauten haben wir die Bahnen der Rühmkorff'schen Bedürfnisse durchschritten und durcheilt. Aber wir wollen sie damit nicht nach Hause schicken, ohne ein Bedürfnis wenigstens angesprochen zu haben, das sich wohl meist erst im Alter findet, bildet, das Bedürfnis nach Ruhe und endlichem Ende.
Grabspruch. Schaut nicht so bedeppert in diese Grube. Nur immer rein in die gute Stube. Paar Schaufeln Erde und wir haben ein Jammertal hinter uns begraben. Vielen Dank. Möchte ich mich sehr bedanken bei euch, weil ich habe so meinen Freund geehrt. Ich war befreundet mit Peter. Wir haben jahrelang miteinander gespielt und haben wir uns dann angefreundet. Und möchte ich euch ein schönes Lied schenken, das heißt Soul Eyes, also Augen, Seelenaugen aus der Seele. Ja. Ach, schön. Thank you.
möchte jemanden sehr ehren für den ganzen, was wir machen, was da alles passiert. Ist alleine die Schuld von Susanne Fischer. Also, Susanne, wir werden dir das nie vergessen. Das ist diese wunderbare Ausstellung, dass alles, was wir, weil wir da sind, verdanken wir ihr. Vielen Dank nochmals. Bis zum nächsten Mal. Danke.